Nach einer kleinen Ruhephase ist es endlich wieder soweit, ein neues Update steht an. Und als wäre diese Nachricht nicht schon toll genug, soll dieses Update, was Patch 1.31 oder für die Xbox-Konsolen Titel-Update 39 ist, sogar noch am heutigen Tage erscheinen. Neben sehr vielen Fixes gibt es auch einige Neuerungen, die mit dem Patch dazukommen werden. Die wohl größten Neuerungen sind das neue Map und ebenfalls das neue Skin-Pack. Das Map-Pack für den Battle-Mode, was das zweite offizielle Pack ist, beinhaltet neben der bereits bekannten Map Atlantis zwei völlig unbekannte neue Maps. Im Englischen heißen sie Ruin und Siege und im Deutschen Ruine und möglicherweise Belagerung. Von einer dieser Maps könnte es schon einen kleinen Screenshot bzw. ein kleines Bild geben, nämlich das Headerbild von 4J Studios auf Twitter. Da dort klar eine Burg oder ein Schloss im Hintergrund zu sehen ist, tippe ich auf die Map Belagerung. Doch wie schon erwähnt, ist dieses Pack nicht das einzige, was uns erwartet. Nach längerer Zeit kriegen wir auch nochmal ein kleines, auf der Pocket Edition schon bekanntes Skin Pack dazu. Das Redstone Spezialisten Pack. Hier mal ein kleiner Einblick in die Skins. Drei Änderungen, die ich persönlich noch sehr interessant finde, sind folgende. Einige Items in verschiedenen Texturenpaketen wurden im Battle Mode und auch nur für den Battle Mode verändert, um sie leichter zu identifizieren. Das bedeutet, dass möglicherweise einige Texturen von Waffen oder anderen Items für den Battle Mode geändert worden sind. Wurftränke können ab sofort durch unsolide Blöcke geworfen werden, wie zum Beispiel hohes Gras oder Lianen. Ebenfalls eine coole Änderung ist es, dass Mobheads nicht mehr im Inventar bleiben, wenn man von der Lobby ins Spiel wechselt. Doch aufgepasst, trägt man einen Mobhead in der Lobby auf dem Kopf, wird man diesen auch mit ins Spiel nehmen. Doch sobald man dann einen Helm aufsammelt, wird der Mobkopf ersetzt. Das waren die meiner Meinung nach größten und interessantesten Änderungen dieses Patches. Wenn du alle Neuerungen und Fixes komplett sehen möchtest, klicke einfach in der Beschreibung auf den Changelog. Falls du immer auf dem neuesten Stand der Konsolenversion von Minecraft bleiben möchtest, würde ich dir das Abonnieren meines Kanals empfehlen. Ein kleiner Tipp am Rande, dieses Update ist möglicherweise das vorerst letzte Update für den Battle Mode. Ab sofort können wir uns schon auf die 1.9 Version freuen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.